Das hier ist mein Gameplay eine Woche, nachdem ich auf Maus und Keyboard gewechselt bin. Aber ihr seht, wie schlecht und inkonsistent meine Edits sind, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich schnell verbessern kann. Und das hier ist mein Gameplay jetzt, ganze 2 Jahre später. Es gibt momentan sehr viele Spieler, die auf Maus und Keyboard wechseln oder es noch machen wollen, weil einfach Controller momentan sehr, sehr schlecht ist und viele Nachteile mit sich bringt. Und vielleicht bist du ja gerade auch neu auf Keyboard gewechselt und willst unbedingt schnell besser werden, aber du weißt nicht, wie du es am besten machen sollst. Da ich selber vor 2 Jahren auf Keyboard gewechselt bin, hatte ich dasselbe Problem und ich weiß, wie nervig es ist, wenn man einfach nicht besser wird. Aber mit den richtigen Tipps hat es dann irgendwann auch mir geholfen, dass ich besser werden konnte und jetzt habe ich um die 2500 PR und kann viel besser bauen und editieren als vorher. Deshalb zeige ich euch in diesem Video die wichtigsten Schritte, wie ihr schnell auf Maus und Keyboard besser werden könnt. Also wenn euch das Video gefällt und ihr auch andere Videos von mir nicht verpasst, wollte, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das Ganze würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem wichtigsten Schritt von allen an. Let's go! Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass ihr gute Grundlagen habt, das heißt, dass eure Settings gut sind. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal die besten Settings, die ihr einstellen solltet, die auch Pros so usen. Wenn euch das Ganze mit den Settings nicht so interessiert, dann skippt einfach zur Minute 3:28, ab da geht es mit den richtigen Tipps los. Also wir fangen erstmal an mit der Empfindlichkeit. Ich würde euch hier empfehlen, eine Low Sense zu spielen. Also nehmt auf 800 dpi irgendwas zwischen 5% und 8%, weil es sollte nicht zu hoch sein. Ich habe ja nur 5%. Denn am Anfang stellen viele ihre Sense zu hoch rein, weil dann die Edits schneller sind und so weiter. Aber ihr solltet das recht low stellen, damit euer Aim gut ist. Dann zielen ist euch eigentlich selbst überlassen, was ihr da macht. Dann könnt ihr hier noch extra die Empfindlichkeit beim Bauen und Editen einstellen, also die Prozente verändern. Das habe ich auf 120%. Also ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen zu nutzen, also ein bisschen über 100% zu machen, wie es euch am besten gefällt. Also ihr könnt dann mit Bauen und Editen eine höhere Sense haben als beim Aim. Und das hilft euch dann natürlich, mehr Shots zu treffen und trotzdem gute Edits zu haben, also macht das auf jeden Fall. Und dann gibt es hier noch eine Sache, die ihr auf jeden Fall anmachen solltet, und das ist diagonales Movement, also Double Movement. Dazu drückt ihr hier einfach auf An und stellt die folgenden Sachen ein, die ich auch drin habe: 70, 90 und 135. Also ihr müsst auch nicht ganz auf 70 stellen, ihr könnt auch 65 oder sowas nehmen, wie es euch am besten gefällt, aber auf jeden Fall über 65 würde ich euch empfehlen. Und das ist einfach Double Movement, das heißt, wenn ihr so zur Seite lauft, dann habt ihr mehr Controller Movement und könnt zum Beispiel Walls bauen, während ihr komplett zur Seite lauft. Also das wird auf jeden Fall euer Movement verbessern. So, und jetzt kommen wir zu den Keybinds. Ich werde euch jetzt nicht alles dazu einzeln erklären, aber ich gehe hier mal einmal kurz durch, dass ihr sehen könnt, was ich habe. Ich würde euch bei den Keybinds einfach empfehlen, das von irgendwelchen Pros zu kopieren oder von mir zu kopieren. Zum Beispiel hat Norayli oder Reason hat sehr gute Binds, also das könnt ihr einfach machen. Also ich werde euch jetzt hier nicht alles einzeln erklären, aber wichtig ist auf jeden Fall die Build-Binds, dass ihr euch dabei in alle Richtungen bewegen könnt. Also ich habe für meine Build-Binds 2 Maustasten, einmal die vordere und hintere und dann habe ich STRG und C. Also euer Edit-Bind kann entweder E oder F sein, würde ich euch empfehlen, aber es ist wichtig, dass ihr Scroll-Wheel-Reset einbaut. Das heißt, ihr macht hier beim zweiten Bind bei Editen, macht ihr das Scroll-Wheel rein und bei Bauänderung zurücksetzen macht ihr das auch rein und dann könnt ihr Scroll-Wheel-Reset benutzen. Dann bei der Spitzhacke ist auch noch wichtig, dass ihr da ein Optimal Bind habt, das heißt, dass ihr euch in alle Richtungen bewegen könnt. Ich habe da V gewählt. Ja, und dann bei Ducken dasselbe natürlich, ihr wollt euch ducken können, während ihr alles machen könnt. Und dann seht ihr hier noch meine Waffenslots, die könnt ihr eigentlich individuell wählen, aber ich finde hier, ich habe ein paar gute Binds dafür genommen, also könnt ihr auch übernehmen. Ihr müsst euch da auch selber gar nicht so viele Gedanken machen. Also guckt euch einfach die Binds von einem Norayli, von einem Reason, von einem Varial oder auch von mir an oder von irgendwelchen anderen Pros, die haben meistens schon die besten Binds. Und übernehmt sie einfach, weil die haben sich schon sehr lange mit ihren Binds befasst und die besten rausgesucht. Jetzt seht ihr nochmal, wie wichtig es ist, Optimal Binds zu haben und auch Double Movement zu haben. Ihr seht, ich kann mich hier beim Bauen in alle Richtungen komplett bewegen. Das heißt, ich kann nach links oder nach rechts gehen, egal was ich place, und habe kompletten Freiraum eigentlich. Und durch Double Movement kann ich hier auch sehr gute Bewegung machen. Ihr seht, ich kann die Wände so bauen und mich einfach insgesamt gut bewegen. Also ja, sucht euch einfach gute Binds raus und dann haben wir schon mal den wichtigsten Schritt abgeschlossen. So, jetzt wo wir die Binds gefunden haben, geht es darum, diese zu verinnerlichen und zu üben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal weiter mit ein paar Creative Maps. Die erste Map, die ihr spielen solltet, ist 1v1, also vor allem Speed Realistics ist sehr gut dafür. Ihr seht das hier gerade auf dem Bildschirm. Hier könnt ihr einfach durch öffentliches Matchmaking Gegner finden und ihr seht dann, ihr spawnt hier in so einer Box und habt einen bestimmten Loot und euer Gegner hat anderen Loot und dann fliegt ihr oder der Gegner über eine gewisse Distanz zum anderen hin und dann könnt ihr fighten. Das heißt, ihr habt hier einfach 1 gegen 1 Übung gegen andere echte Spieler und ihr könnt ihr dann auch immer neue Gegner suchen, bis ihr einen findet, der auf eurem Skill-Level ist und dann könnt ihr dagegen üben. Hier ist es ganz, ganz wichtig und ich bitte euch das wirklich zu tun, dass ihr einfach aggressiv spielt, das heißt nicht, ihr boxt euch einfach nur ein und wartet, bis der Gegner kommt, sondern ihr probiert auch zu keyen, die Wall zu replacen, mal unterschiedliche Sachen zu machen, damit ihr euch einfach an alle Binds gewöhnen könnt. Also bitte probiert nicht um jeden Preis zu gewinnen und irgendwie dreckig zu spielen, denn dadurch werdet ihr nicht besser. Und auch wenn ihr mal keyten, dann dadurch verliert, lernt ihr ganz viel. Also macht das auf jeden Fall. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ihr am Anfang merkt, es läuft nicht gut oder irgendwas funktioniert nicht oder ihr werdet die ganze Zeit geholt, gebt nicht auf, das ist ganz normal. Das war bei mir am Anfang auch echt lange so. Also spielt einfach weiter, ihr werdet euch immer mehr an eure Binds gewöhnen und immer besser werden. Also Übung macht den Meister. Und dieses 1v1 spielen ist auch etwas, was mir am Anfang persönlich extrem geholfen hat. Ich habe das immer gemacht und ganz viele 1v1s gespielt, bis ich dann richtig gut wurde auf den Binds. Also wenn ihr neue Settings habt, ist das erstmal das Beste, was ihr machen könnt, anstatt alleine in irgendeiner Map zu freebuilden. Macht das, spielt 1v1s und ihr werdet immer besser werden. So, kommen wir als nächstes zu einer weiteren Creative Map, die ich momentan sehr viel spiele, all die ist neu und ich habe sehr viel Spaß daran, die heißt Forever Zone Wars.
könnt ihr hier auch einfach wieder suchen und reinqueuen. Das ist eigentlich wie eine normale Sonos Map, nur dass sie nie endet. Also man spawnt von oben, kann dann runterfliegen und hat ein bestimmtes Loadout. Und jetzt könnt ihr einfach Gegner fighten und wenn ihr schafft, einen Gegner zu holen, kriegt ihr Punkte und auch fürs längere Überleben kriegt ihr Punkte. Und wenn ihr down geht, dann ist nicht so wie in einer normalen Sonos Map, dass ihr dann zugucken müsst, sondern es geht weiter. Ihr werdet dann wieder von oben spawnen, könnt wieder runterfliegen. Also die Zone moved immer weiter. Das heißt, diese Map ist einfach eine Möglichkeit, extrem viele Fights in kurzer Zeit zu haben und auch noch der Zone dabei zu entkommen. Und hier gibt es auch noch ein paar coole Boni, also zum Beispiel, wenn ihr 3 Kills macht, kriegt ihr eine goldene Spaß. Bei 5 Kills gibt es Slurp Juices und so weiter. Und euer Ziel soll es einfach sein, möglichst viele Gegner zu holen und dabei nicht zu sterben. Und was ihr bei der Map auch machen könnt, ist einfach mal ein bisschen zu freebuilden und ein paar Edits zu machen und dann weiter Gegner zu fighten. Also ihr könnt hier wirklich viel trainieren. Also die Map ist schon ein bisschen fortgeschritten als No One Rewards. Ihr solltet euch dabei schon ein bisschen euren Binds auskennen. Aber danach kann es wirklich sehr viel helfen. Und hier ist es auch wirklich so, dass die Map extrem viel Spaß macht. Also die macht wirklich süchtig. Ich würde euch ja auch wie bei Realistics empfehlen, einfach Leute zu fighten und euch nicht die ganze Zeit einzuboxen und nur in Zone zu tapen, das ist ja langweilig. Und werdet ihr auch nicht sauer, wenn ihr die ganze Zeit down geht oder letzter im Leaderboard seid, das ist gar nicht schlimm, sondern ihr lernt einfach dabei und das ist das Wichtige. Also probiert diese Map gerne mal aus, mir macht sie extrem viel Spaß. Und ich kann euch garantieren, dass ihr bei dieser Map auch definitiv besser werdet. Also jetzt, wo ihr in Creative eure Binds eigentlich perfektioniert habt, ist das Wichtigste, dass ihr jetzt Ingame-Erfahrung bekommt und das macht ihr am besten durch Ranked spielen. Das wird von den meisten Spielern übersehen, aber es ist das, was eigentlich den Großteil eures Trainings ausmachen sollte. Denn Ranked ist das, was den Turnieren am allernächsten kommt. Also es gibt viele Spieler, die in Creative extrem gut sind, aber in Turnieren dann richtig schlecht sind. Das liegt daran, dass diese Spieler einfach nicht genug Ranked spielen. Also für Ranked würde ich euch empfehlen, bei Contested Spots zu landen, also nicht komplett defensiv, sondern offensiv. Und wenn ihr dann ganz auf Offspawn sterbt, ist das nicht schlimm, denn darum soll es gehen und dann lernt ihr aus euren Fehlern. Das ist besser, als wenn ihr dann irgendwie die ganze Zeit nur campt und gar keine Erfahrung sammelt. Also ist eigentlich der einfachste Tipp von allen, geht in Ranked rein, spielt einfach normal das Spiel und ihr werdet immer besser. Und ihr solltet wirklich eure meiste Zeit in Ranked verbringen, also unterschätzt das nicht, wie wichtig das ist. Und hier werdet ihr euch auch an Binds gewöhnen, die ihr in Creative nicht so oft benutzt, zum Beispiel die Map aufmachen oder Inventar und sowas. Also ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, spielt einfach viel Ranked und dann gehen wir weiter zum nächsten Tipp. So, für Tipp Nummer 5 gehen wir wieder zurück in Creative in die Mechanics Training Map von Raider. Wir wollen hier aber nicht unsere Mechanics trainieren, sondern unser Aim, dafür gehen wir links zur Aim Training Sektion. Also Aim Training ist nicht unbedingt was, was jeder braucht, aber es kann für einige hilfreich sein. Wenn ihr merkt, euer Aim hängt auf jeden Fall hinterher im Vergleich zu euren Mechanics, dann spielt auf jeden Fall diese Map, weil hier gibt es ein paar sehr gute Übungen. Aiming ist auf jeden Fall ein Problem, was viele Leute haben, die von Controller zu Keyboard wechseln, weil Aim ist bei Controller nicht so ein großes Problem, da gibt es auch Aim Assist, aber bei Keyboard ist das Ganze ein bisschen schwerer und deswegen könnt ihr auf jeden Fall diese Übungen hier spielen. Also wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Zusatztipp, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr es machen, es ist aber nicht so wichtig wie zum Beispiel Ranked spielen. Und im Hintergrund zeige ich euch gerade zum Beispiel ein paar Übungen, die ihr machen könnt, zum Beispiel Shotgun 180 Grad Dodge ist eine sehr gute. Hier geht es darum, dass ihr immer aus dem Weg springen müsst von diesen roten Barrieren und dabei diese Dinge abschießen müsst. Das verbessert auch euer Movement und euer Pump Aim, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann gibt es hier noch den Airbot, das ist einfach so eine rote Kugel, die durch den Raum fliegt, die ihr abschießen müsst und tracken müsst. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Übung. Und dann gibt es ja auch einige AR-Übungen, zum Beispiel AR-Tracking. Also die hier ist ja ziemlich einfach, ihr müsst ja einfach diese Ziele verfolgen und abschießen. Und zum Beispiel haben wir dann auch noch AR-Tags, wo ihr dasselbe machen müsst, aber nicht, dass ihr die ganze Zeit sprayen müsst, sondern ihr müsst hier einfach tappen. Und eine weitere Übung, die ich gerne mache, ist Click-Timing. Also ihr seht, hier gibt es mehrere Kugeln, die im Raum rumfliegen und ihr müsst sie halt immer abschießen. All die Maps sind eigentlich alle ziemlich selbsterklärend. Also Aim-Training ist etwas, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt, dass euer Aim hinterherhängt, eure Mechanics besser sind als euer Aim, was auf jeden Fall ein Problem ist, was oft auftritt. Also baut das vielleicht kurz nur so für 15 Minuten eure Spielzeit ein und macht das kurz, das wird euch auf jeden Fall helfen und ja. Und der letzte Tipp ist eigentlich auch der wichtigste Tipp und das ist einfach, spielt alle Turniere, die ihr spielen könnt. Egal ob es ein Solo-Cash-Cup, ein Duo-Cash-Cup, vielleicht sogar auch einfach nur ein Rank-Cup ist, spielt jedes Turnier, was ihr spielen könnt. Sucht euch für die Duo-Cups ein Mate, spielt alle Solo-Cups, macht das einfach. Ihr werdet zwar am Anfang extrem geschittet werden und viel schlechter sein als sonst, was am Anfang bei mir auch so war, aber egal wie ihr plays, jedes Turnier ist einfach extrem viel Übung, weil da wirklich alles zusammenkommt, was ihr können müsst. Und auch für schlechte Spieler ist es nicht schwer, sich zum Beispiel für ein Solo-Cash-Finale zu qualifizieren, also gebt einfach euer Bestes. Hier könnt ihr auch so defensiv spielen, wie ihr wollt und müsst nicht irgendwie keen. Also Cups spielen ist auch wirklich, glaube ich, das, was mir am meisten geholfen hat und wodurch ich dann auch immer besser wurde und auch besser, als ich damals auf Controller war. Also egal wie nervig die Solo-Victory-Cups sind, spielt sie einfach, es wird euch helfen. Ihr seht im Hintergrund gerade auch Clips zu meinem letzten Solo-Cash-Cup, da habe ich auch ein Video zu gemacht, guckt euch das gerne an. Also egal wie schlecht ihr seid, ihr werdet immer schlechte Gegner noch in diesen Cash-Cups finden. Und auch wenn ihr richtig schlecht playt, seid einfach froh, dass ihr die Übung mitgenommen habt. Und ihr werdet sehen, wie ihr von Turnier zu Turnier immer besser placen werdet, immer höher im Leaderboard climben werdet. So, und hiermit hast du es geschafft und deine Keyboard-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Let's go! Also ich hoffe abschließend, dass euch dieses Video natürlich geholfen hat. Ihr könnt mir eure Meinung in den Kommentaren natürlich gerne wissen lassen. Also wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um auch nichts mehr zu verpassen. Und schickt natürlich auch gerne meine anderen Videos aus, das sind meistens Turnier-Highlights, aber gerne vorbeigucken. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!